Sehr enttäuschend auf jeden Fall. Wir haben gewusst, was heute möglich ist, welchen Schritt wir heute gehen können. Ist uns nicht gelungen und deshalb, wie gesagt, sind wir wirklich extrem enttäuscht. Da war heute, glaube ich, von der ersten Minute an viel zu wenig Energie, die wir als Team auf den Platz gebracht haben. Das, was uns in den letzten Wochen extrem stark gemacht hat, hat uns heute leider gefehlt. Ja, und deshalb, glaube ich, sind wir auch wirklich der verdiente Verlierer heute. Wir haben es heute nicht gut gemacht. Wir haben es heute in der ersten Halbzeit auf jeden Fall haben wir nicht gut gespielt. Wir waren nicht präsent bei zweiten Bällen. Wir haben die Räume nicht gut bespielt. Die waren da und waren da sehr unsauber. Und dann, klar, kriegst du einen Elfmeter und dann die eine Flanke. Und dann steht es auf einmal dann halt auch mal 2-0. Das kann halt auch mal schnell gehen. Und dann läuft es halt hinterher. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir dann schon das Gesicht gezeigt, was uns zuletzt auch stark gemacht hat. So, und hatten auch viele Chancen, waren drauf und dran, finde ich, am ersten Tor und sogar auch, also waren genug Chancen da vielleicht für zwei Tore. Aber ja, es kann ja auch nicht jeder reingehen und dementsprechend war es dann halt schwer. Ich glaube, wir haben immer versucht, zweite Halbzeit, wir haben dran geglaubt, wir haben es den Leuten auch gezeigt oder uns auch. Deswegen, wir haben nicht aufgesteckt und das werden wir auch nicht. Wir wussten, dass das ein langer Weg war mit dem Sieg heute, klar. Wussten auch, dass er dir noch mal mehr Luft verschafft. Sollte heute nicht sein. Müssen wir ansprechen, müssen wir besprechen, kritisch sein und dann die Dinge einfach besser machen nächste Woche. Ja, ich glaube, wir haben gesehen, dass es mit vielleicht 1% weniger einfach nicht funktioniert. Gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, brauchen wir von fast allen Spielern am Feld einfach Topleistungen. Heute war das nicht der Fall. Heute hat man sehr wenige, die eine Topleistung gebracht haben und dann, ja, verlierst du einfach verdient und das ist in der Bundesliga nicht möglich. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben uns in den letzten Wochen einiges erarbeitet. Es war heute definitiv ein Rückschritt, so ehrlich müssen wir sein, aber ja, knallhart analysieren und dann aber wieder den Kopf nach oben bringen, weil wir nach wie vor in der Situation haben, dass wir alles in der eigenen Hand haben und ja, da heißt es einfach jetzt weitermachen, wie gesagt, analysieren, aber dann wieder die Köpfe hoch und dann ja, fahren wir nach Leipzig und haben da auch eine Chance.